Kapitel 53. Und die Söhne Jakobs standen auf und nahmen Benjamin und die ganzen Geschenke, und sie gingen und kamen nach Ägypten und standen vor Josef. Und Josef erblickte seinen Bruder Benjamin bei ihnen und er grüßte sie. Und diese Männer kamen zu Josefs Haus. Und Josef befahl dem Vorsteher seines Hauses, seinen Brüdern zu essen zu geben, und so tat er es. Und zur Mittagszeit schickte Josef nach den Männern, damit sie mit Benjamin zu ihm kommen. Und die Männer sagten dem Vorsteher von Josefs Haus bezüglich des Silbers, das ihnen in ihren Säcken zurückgegeben wurde, und er sagte zu ihnen, es wird euch gut gehen, habt keine Angst. Und er brachte ihren Bruder Simeon zu ihnen. Und Simeon sagte zu seinen Brüdern, der Herr der Ägypter hat mich sehr freundlich behandelt. Er hat mich nicht gefesselt, wie ihr es gesehen habt. Denn als ihr aus der Stadt gegangen seid, da ließ er mich frei und behandelte mich sehr freundlich in seinem Haus. Und Juda nahm Benjamin an der Hand, und sie kamen vor Josef, und sie verbeugten sich vor ihm zu Boden. Und die Männer gaben das Geschenk an Josef, und sie saßen alle vor ihm. Und Josef sagte zu ihnen, geht es euch gut? Geht es euren Kindern gut? Geht es eurem alten Vater gut? Und sie sagten, es ist gut. Und Juda nahm den Bericht, den Jakob geschickt hatte, und gab ihn in die Hand von Josef. Und Josef las den Brief und wusste, es war die Schrift seines Vaters. Und er wünschte zu weinen und ging in einen der inneren Räume und weinte ein großes Weinen, und er ging hinaus. Und er erhob seine Augen und sah seinen Bruder Benjamin. Und er sagte, ist das euer Bruder, von dem ihr gesprochen habt? Und Benjamin näherte sich Josef. Und Josef platzierte seine Hand auf seinem Kopf und sagte zu ihm, möge Gott dir gnädig sein, mein Sohn. Und als Josef seinen Bruder sah, den Sohn seiner Mutter, da wünschte er erneut zu weinen. Und er betrat die Kammer und er weinte dort. Und er wusch sein Gesicht und ging hinaus und hörte auf zu weinen und sagte, bereitet das Essen vor. Und Josef hatte eine Tasse, aus der er trank, und sie war aus Silber, schön ausgelegt mit Onyxsteinen und Bedellium. Und Josef schlug die Tasse in der Gegenwart seiner Brüder, während sie beim Essen mit ihm dasaßen. Und Josef sagte zu den Männern, ich weiß durch diese Tasse, dass Ruben der Erstgeborene, Simeon und Levi und Juda, Issachar und Sebulon die Kinder einer Mutter sind. Setzt euch zum Essen gemäß eurer Geburten. Und er platzierte auch die anderen gemäß ihrer Geburt. Und er sagte, ich weiß, dass dieser euer jüngster Bruder ist und keinen Bruder hat. Und ich, so wie er, habe keinen Bruder. Er soll deshalb neben mir sitzen, um zu essen. Und Benjamin ging zu Josef und saß auf dem Thron. Und die Männer sahen die Taten von Josef, und sie waren darüber erstaunt. Und die Männer aßen und tranken zu dieser Zeit mit Josef. Und dann gab er ihnen Geschenke. Und Josef gab Benjamin ein Geschenk. Und Manasse und Ephraim sahen die Taten ihres Vaters Josef. Und sie gaben ihm auch Geschenke. Und Asenath gab ihm ein Geschenk. Und da waren 5 Geschenke in der Hand von Benjamin. Und Josef brachte ihnen Wein zu trinken. Aber sie würden nicht trinken, und sie sagten, seit dem Tag, an dem Josef verloren ging, haben wir keinen Wein getrunken, noch irgendwelche Delikatessen gegessen. Und Josef schwor ihnen und drückte sie fest, und sie tranken reichlich mit ihnen an diesem Tag. Und Josef wandte sich danach an seinen Bruder Benjamin, um mit ihm zu sprechen. Und Benjamin saß immer noch auf dem Thron vor Josef. Und Josef sagte zu ihm, hast du irgendwelche Kinder? Und er sagte, dein Diener hat 10 Söhne, und dies sind ihre Namen. Bela, Becher, Aschbal, Gera, Naaman, Achi, Rosch, Mupim, Chupim und Ort. Und ich gab ihnen ihre Namen nach meinem Bruder, den ich nicht gesehen habe. Und er befahl ihnen, ihm die Sternenkarte zu bringen, durch welche Josef alle Zeiten wusste. Und Josef sagte zu Benjamin, ich habe gehört, dass die Hebräer vertraut sind mit aller Weisheit. Weißt du etwas darüber? Und Benjamin sagte, dein Diener hat ebenso Kenntnis in aller Weisheit, die mein Vater mich gelehrt hat. Und Josef sagte zu Benjamin,
Nun schau auf dieses Instrument und verstehe, wo dein Bruder Josef in Ägypten ist, von dem ihr sagtet, er sei nach Ägypten heruntergegangen. Und Benjamin sah das Instrument mit der Karte der Sterne des Himmels, und er war weise und schaute hinein, um zu wissen, wo sein Bruder war. Und Benjamin teilte das ganze Land Ägypten in vier Teile, und er fand, dass derjenige, der vor ihm auf dem Thron saß, sein Bruder Josef war. Und Benjamin wunderte sich sehr. Und als Josef sah, dass sein Bruder Benjamin so erstaunt war, da sagte er zu Benjamin: Was hast du gesehen, und warum bist du erstaunt? Und Benjamin sagte zu Josef: Ich kann durch dies sehen, dass mein Bruder Josef hier mit mir auf dem Thron sitzt. Und Josef sagte zu ihm: Ich bin Josef, dein Bruder. Offenbare diese Sache nicht deinen Brüdern. Siehe, ich werde dich mit ihnen schicken, wenn sie gehen. Und ich werde ihnen befehlen, zurück in die Stadt gebracht zu werden. Und ich werde dich wegnehmen von ihnen. Und wenn sie ihre Leben riskieren und um dich kämpfen, dann soll ich wissen, dass sie bereut haben, was sie mir angetan haben. Und ich werde mich ihnen zu erkennen geben. Und wenn sie dich im Stich lassen, wenn ich dich ihnen wegnehme, dann sollst du bei mir bleiben. Und ich werde mit ihnen streiten, und sie sollen fortgehen, und ich werde mich ihnen nicht zu erkennen geben. Zu dieser Zeit befahl Josef seinem Offizier, ihre Säcke mit Essen zu füllen, sowie jedermanns Geld zurück in die Säcke zu geben, und die Tasse in den Sack von Benjamin zu legen und ihnen Proviant zu geben. Und so tat er es. Und am nächsten Tag standen die Männer früh am Morgen auf, und sie luden das Getreide auf ihre Esel, und sie gingen fort mit Benjamin, und sie gingen ins Land Kanaan mit ihrem Bruder Benjamin. Sie waren nicht weit aus Ägypten gegangen, als Josef dem, der über sein Haus gesetzt war, befahl: Steh auf und verfolge diese Männer, bevor sie zu weit von Ägypten weg sind, und sage ihnen: Warum habt ihr die Tasse meines Herrn gestohlen? Und Josefs Offizier stand auf und erreichte sie, und er sprach zu ihnen alle diese Worte von Josef. Und als sie diese Sache hörten, da wurden sie außergewöhnlich wütend, und sie sagten: Derjenige, bei dem deines Herrn Tasse gefunden wird, soll sterben, und wir werden Sklaven sein. Und sie beeilten sich, und jeder Mann nahm seinen Sack von dem Esel, und sie schauten in ihre Beutel, und die Tasse wurde in Benjamins Beutel gefunden. Und sie alle zerrissen ihre Kleidung und kehrten zur Stadt zurück. Und sie schlugen Benjamin auf dem Weg. Sie schlugen ihn kontinuierlich, bis er in die Stadt kam, und sie standen vor Josef. Und Judas Zorn war geweckt, und er sagte: Dieser Mann hat mich nur zurückgebracht, um heute Ägypten zu zerstören. Und die Männer kamen zu Josefs Haus, und sie fanden Josef auf seinem Thron sitzen. Und alle mächtigen Männer standen zu seiner Rechten und Linken. Und Josef sagte zu ihnen: Was ist das für eine Tat, die ihr getan habt, dass ihr meine silberne Tasse mitgenommen und weggegangen seid? Denn ich weiß, dass ihr meine Tasse genommen habt, um dadurch zu wissen, in welchem Teil des Landes euer Bruder war. Und Juda sagte: Was sollen wir unserem Herrn sagen? Was sollen wir sagen und wie sollen wir uns rechtfertigen? Gott hat heute diese Missetat aller seiner Diener gesehen, deshalb hat er uns diese Sache heute angetan. Und Josef stand auf und ergriff Benjamin und nahm ihn mit Gewalt von seinen Brüdern weg. Und er kam zum Haus und verschloss die Tür. Und Josef befahl ihm, der über das Haus gesetzt war, dass er ihnen sagen solle: Das sagt der König. Geht in Frieden zu eurem Vater. Seht, ich habe den Mann genommen, in dessen Hand meine Tasse gefunden wurde. Kapitel 54. Und als Juda die Handlungen von Josef sah, da näherte Juda sich ihm und brach die Tür auf und kam mit seinen Brüdern vor Josef. Und Juda sagte zu Josef: Es soll nicht schwer erscheinen vor meinem Herrn. Darf dein Knecht, ich bitte dich, ein Wort vor dir sprechen? Und Josef sagte: Sprich. Und Juda sprach vor Josef. Und seine Brüder standen vor ihnen. Und Juda sagte zu Josef: Sicher, als wir erstmalig zu unserem Herrn kamen, um Essen zu kaufen, da hast du uns verdächtigt, Spione zu sein. Und wir brachten Benjamin zu dir, und du machst dich immer noch lustig über uns heute. Also deshalb lasst den König meine Worte hören, ich bitte dich.
Schicke unseren Bruder, damit er mit uns mitgehen kann zu unserem Vater, damit deine Seele heute nicht vergeht, mit allen Seelen der Einwohner von Ägypten. Weißt du nicht, was zwei meiner Brüder, Simeon und Levi, der Stadt Schechem getan haben und den sieben Städten der Amoriter wegen unserer Schwester Diana und ebenso, was sie tun würden um ihres Bruders Benjamin willen? Und ich mit meiner Stärke, der ich größer und mächtiger bin als die beiden, komme heute zu dir und deinem Land, wenn du nicht willens bist, unseren Bruder zu schicken. Hast du nicht gehört, was unser Gott, der uns ausgewählt hat, dem Pharao getan hat wegen unserer Mutter Sarah, die er unserem Vater weggenommen hat, dass er ihn und seinen Haushalt mit schweren Plagen geschlagen hat, dass die Ägypter dieses Wunder sogar bis heute erzählen? So wird unser Gott auch dir tun wegen Benjamin, den du heute von uns weggenommen hast, und wegen den bösen Dingen, die du heute über uns gehäuft hast in deinem Land. Denn unser Gott wird sich seines Bundes erinnern, den er mit unserem Vater Abraham gemacht hat, und Übel über dich bringen, weil du heute die Seele unseres Vaters betrübt hast. Deshalb höre meine Worte, die ich zu dir gesprochen habe, und schicke unseren Bruder, dass er gehen kann. Sonst werden du und die Menschen deines Landes heute durch das Schwert sterben, denn ihr alle könnt mich nicht überwältigen. Und Josef antwortete Juda, sagend: Warum hast du deinen Mund so weit aufgetan, und warum prahlst du so über uns, sagend: Stärke ist mit dir? So der Pharao lebt, wenn ich allen meinen tapferen Männern befehle, mit dir zu kämpfen, werden du und deine Brüder im Schlamm versinken. Und Juda sagte zu Josef: Sicher überkommt es dich und deine Leute, mich zu fürchten. So Yahuwah lebt, wenn ich erst einmal mein Schwert ziehe, werde ich es nicht mehr in die Scheide zurückstecken, bis ich noch heute ganz Ägypten erledigt habe. Und ich werde mit dir anfangen und enden mit dem Pharao, deinem Herrn. Und Josef antwortete und sagte ihm: Sicher, Stärke gehört nicht dir allein. Ich bin stärker und mächtiger als du. Sicher, wenn du dein Schwert ziehst, dann werde ich es dir ins Genick stecken und in die Genicke deiner Brüder. Und Juda sagte zu ihm: Sicher, wenn ich heute meinen Mund gegen dich öffne, ich würde dich herunterschlucken, dass du zerstört wirst von der Erde und heute noch vergehst aus deinem Königreich. Und Josef sagte: Sicher, wenn du deinen Mund öffnest, habe ich die Kraft und Macht, deinen Mund zu schließen mit einem Stein, bis du kein Wort mehr äußern kannst. Schau, wie viele Steine vor uns liegen. Wahrlich, ich kann einen Stein nehmen und ihn dir in den Mund stecken und deine Kiefer brechen. Und Juda sagte: Gott ist Zeuge zwischen uns, dass wir bisher nicht gewünscht haben, mit dir zu kämpfen. Gib uns nur unseren Bruder, und wir werden von dir gehen. Und Josef antwortete und sagte: So wie der Pharao lebt, selbst wenn alle Könige Kanaans zusammen mit dir kämen, so würdet ihr ihn nicht aus meiner Hand nehmen. Also deshalb geht eures Weges zu eurem Vater, und euer Bruder soll mir ein Sklave sein, denn er hat des Königs Haus beraubt. Und Juda sagte: Was ist das mit dir und dem Charakter des Königs? Sicher schickt der König aus seinem Haus Silber und Gold durch das ganze Land, entweder in Geschenken oder Ausgaben. Und trotzdem redest du über deine Tasse, welche du im Beutel unseres Bruders platziert hast, und behauptest, er habe sie von dir gestohlen? Und Josef antwortete und sagte: Nehmt diese Tasse an euch und geht fort, und lasst euren Bruder als Sklaven hier, denn es ist das Urteil eines Diebes, Sklave zu sein. Und Juda sagte: Warum schämst du dich nicht für deine Worte, unseren Bruder hier zu lassen und deine Tasse zu nehmen? Sicher, wenn du uns die Tasse gibst oder tausendmal so viel, wir werden unseren Bruder nicht für Silber hier lassen, welches in jedermanns Hand gefunden werden kann, damit wir nicht über ihn sterben. Und Josef antwortete: Und warum habt ihr euren Bruder verlassen und ihn bis heute für 20 Silberstücke verkauft? Und warum tut ihr diesem Bruder dann nicht das Gleiche? Und Juda sagte: Yahuwah ist Zeuge zwischen mir und dir, dass wir nicht deine Kämpfe suchen. Also deshalb gib uns unseren Bruder, und wir werden fortgehen, ohne zu streiten. Josef und Juda führen diese heftige Diskussion fort und drohen einander dabei sogar noch weiter. Und Juda sprach zu seinem Bruder Naphtali und sagte: Beeile dich, gehe und zähle alle Straßen Ägyptens.
Komme und erzähle es mir. Und Simeon sagte zu ihm, lasse diese Sache keine Sorge für dich sein. Ich werde auf den Berg gehen und einen großen Stein vom Berg nehmen und auf jeden in Ägypten werfen und alle töten, die darin sind. Und Josef hörte alle diese Worte, die seine Brüder sprachen. Und sie wussten nicht, dass Josef sie verstehen konnte, denn sie glaubten, er könne kein Hebräisch. Und Josef war sehr besorgt wegen der Worte seiner Brüder, dass sie Ägypten zerstören würden. Und er befahl seinem Sohn Manasse, gehe und beeile dich und rufe alle Einwohner Ägyptens und alle tapferen Männer zusammen und lasse sie zu mir kommen auf Pferden und zu Fuß und mit allen Arten von Musikinstrumenten. Und Manasse ging los und tat es so. Und Naphtali ging, wie Juda ihm gesagt hatte, denn Naphtali war leichtfüßig wie ein flinker Hirsch, und er würde auf den Getreideähren laufen, und sie würden nicht unter ihm zusammenbrechen. Und er ging und zählte alle Straßen Ägyptens und fand, dass es 12 waren. Und er kam eilig zurück und erzählte es Juda. Und Juda sagte zu seinen Brüdern, beeilt euch und nehmt jeder sein Schwert an seine Lenden, und wir kommen über ganz Ägypten und töten alle und lassen keinen Überrest übrig. Und Juda sagte, siehe, ich werde 3 Straßen mit meiner Stärke zerstören, und ihr sollt jeder eine Straße zerstören. Und als Juda das sah, sagte, siehe, die Einwohner von Ägypten und alle mächtigen Männer kamen zu ihnen mit allen Arten von Musikinstrumenten und mit lauten Rufen. Und ihre Zahl war 500 in der Kavallerie und 10.000 in der Infanterie und 400 Männer, die ohne Schwert oder Speer kämpfen konnten, sondern nur mit ihren Händen wegen ihrer Stärke. Und alle mächtigen Männer kamen mit großem Sturm und Geschrei. Und sie alle umgaben die Söhne von Jakob und erschreckten sie, und der Boden bebte vom Lärm ihres Geschreis. Und als die Söhne Jakobs die Truppen sahen, waren sie sehr besorgt um ihre Leben. Und Josef tat so, damit die Söhne Jakobs sich erschrecken und ruhig gestellt würden. Und Juda sah einige seiner Brüder waren erschrocken und sagte zu ihnen, »Warum seid ihr besorgt, während die Gnade Gottes mit uns ist?« Und als Juda sah, dass alle Leute von Ägypten sie umgaben auf Befehl von Josef, um sie zu erschrecken, doch Josef hatte ihnen befohlen, rührt keinen von ihnen an. Und Juda beeilte sich und zog sein Schwert und äußerte einen lauten, bitteren Schrei, und er schlug mit seinem Schwert, und er sprang auf den Boden und er rief weiterhin laut aus gegen alle Leute. Und als er das tat, verursachte Jahua, dass die Angst von Juda und seinen Brüdern auf die tapferen Männer und alle Menschen, die sie umgaben, überging. Und sie flohen alle beim Lärm des Geschreis, und sie waren in Panik und fielen alle übereinander her, und viele von ihnen starben, als sie fielen, und sie flohen alle vor Juda und seinen Brüdern und vor Josef. Und während sie flohen, verfolgten Juda und seine Brüder sie bis zum Haus des Pharaos, und sie alle entkamen. Und Juda saß erneut vor Josef und brüllte ihn an wie ein Löwe und gab ihm einen großen und gewaltigen Schrei. Und der Schrei wurde in der Entfernung gehört, und alle Einwohner von Sukkot hörten ihn, und ganz Ägypten bebte aufgrund des Lärms des Schreies, und auch die Wände von Ägypten und des Landes Goschen fielen zusammen durch die wackelnde Erde. Und auch der Pharao fiel von seinem Thron zu Boden. Und die schwangeren Frauen von Ägypten und Goschen hatten Fehlgeburten, als sie die Geräusche des Schüttelns hörten, denn sie waren äußerst besorgt. Und der Pharao schickte eine Nachricht, sagend, »Was ist diese Sache, die heute im Land Ägypten passiert ist?« Und sie kamen und erzählten ihm alles von Anfang bis Ende, und der Pharao war alarmiert, und er wunderte sich und war sehr besorgt. Und seine Angst wurde größer, als er das alles hörte, und er sandte zu Josef, sagend, »Du hast die Hebräer zu mir gebracht, um Ägypten zu zerstören. Was werden wir tun mit diesen diebischen Sklaven? Schicke ihn weg und lasse ihn gehen mit seinen Brüdern, und lass uns nicht vergehen durch ihr Übel, sogar wir, du und ganz Ägypten. Und wenn du nicht wünschst, das zu tun, dann lege alle meine wertvollen Dinge von dir ab und gehe mit in ihr Land. Wenn du dich daran erfreust, denn sie werden heute mein ganzes Land zerstören und alle meine Leute töten.
Sogar alle Frauen Ägyptens hatten Fehlgeburten wegen ihrer Schreie. Schau, was sie getan haben, bloß durch ihr Schreien und Reden. Darüber hinaus, wenn sie mit dem Schwert kämpfen, dann werden sie das ganze Land zerstören. Also deshalb wähle, was du wünschst, ob ich oder die Hebräer, ob Ägypten oder das Land der Hebräer. Und sie kamen und erzählten Josef alle Worte des Pharaos, die er ihnen bezüglich gesagt hat. Und Josef war sehr besorgt durch die Worte von Pharao. Und Juda und seine Brüder standen immer noch empört und aufgebracht vor Josef. Und alle Söhne Jakobs brüllten Josef an wie das Getöse des Meeres und seiner Wellen. Und Josef war sehr besorgt wegen seiner Brüder und wegen des Pharao. Und Josef suchte einen Vorwand, um sich seinen Brüdern bekannt zu machen, damit sie nicht ganz Ägypten zerstören. Und Josef befahl seinem Sohn Manasse. Und Manasse ging los und näherte sich Juda und platzierte seine Hand auf seiner Schulter. Und Judas Ärger war beruhigt. Und Juda sagte zu seinen Brüdern, »Lasst niemanden von euch sagen, dass das eine Tat eines jugendlichen Ägypters war, denn das ist das Werk des Hauses meines Vaters.« Und als Josef sah und wusste, dass Judas Zorn gestillt war, dann näherte er sich Juda, um mit ihm mit milder Sprache zu sprechen. Und Josef sagte zu Juda, »Sicherlich sprichst du die Wahrheit und hast heute deine Behauptungen bezüglich deiner Stärke verifiziert, und möge dein Gott, der sich an dir erfreut, deinen Wohlstand vermehren. Aber erzähl mir die Wahrheit, warum von all deinen Brüdern du mit mir streitest wegen diesem Burschen, denn sonst hat keiner zu mir ein Wort gesprochen wegen ihm.« Und Juda antwortete Josef, sagend, »Sicher, du musst wissen, dass ich die Sicherheit für den Burschen war, vor meinem Vater, sagend, wenn ich ihn nicht zurück zu ihm bringe, dann sollte ich in seiner Schuld stehen für immer. Deshalb bin ich mit aus all meinen Brüdern zu dir gekommen, denn ich sah, dass du nicht willens warst, ihn von dir gehen zu lassen. Also deshalb möge ich Gnade finden in deiner Sicht, dass du ihn mit uns schickst. Und siehe, ich werde als Ersatz für ihn bleiben, dir zu dienen, für was auch immer du wünschst. Denn wo auch immer du mich hinschicken willst, ich werde gehen und dir dienen mit viel Energie.« Und Josef antwortete, »Du sprichst Wahrheit, und Falschheit ist nicht in deinem Mund. Denn es wurde uns auch erzählt, dass die Hebräer Kraft haben, und dass Yahuwah, ihr Gott, sich sehr an ihnen erfreut. Und wer kann dann gegen sie bestehen?« »Wie auch immer. Unter dieser Bedingung werde ich deinen Bruder gehen lassen. Wenn du seinen Bruder, den Sohn seiner Mutter, zu mir bringst, der, von dem ihr gesagt habt, dass er von euch nach Ägypten heruntergegangen ist. Und es soll geschehen, wenn du mir seinen Bruder bringst, nehme ich diesen an seiner Stelle, weil nicht einer von euch für ihn die Sicherheit an euren Vater gegeben hat. Und wenn er zu mir kommt, dann werde ich den Bruder mit dir gehen lassen, für den du die Sicherheit warst.« Und Judas Ärger war geweckt gegen Josef, als er das sagte. Und seine Augen tropften Blut mit Ärger. Und er sagte zu seinen Brüdern, »Wie doch dieser Mann an diesem Tag seinen eigenen Untergang und den von ganz Ägypten sucht!« Und Simeon antwortete Josef, sagend, »Haben wir dir nicht ganz zuerst erzählt, dass wir nicht den genauen Ort kennen, an den er gegangen ist, und ob er tot oder lebendig ist? Und warum redet mein Herr diese Dinge?« Und Josef beobachtete die Miene von Juda und nahm wahr, dass sein Ärger geweckt war, als er ihm sagte, »Bringe mir deinen Bruder anstelle seines anderen Bruders.« Und Josef sagte zu seinen Brüdern, »Sicher, ihr sagtet, dass euer Bruder entweder tot oder verschwunden ist. Also, wenn ich ihn noch heute rufen sollte und er vor euch stehen sollte, würdet ihr ihn mir geben anstelle seines Bruders?« Und Josef begann zu sprechen und rief aus, »Josef, Josef, nun komme zu mir und erscheine vor deinen Brüdern und setze dich vor sie.« Und als Josef dies in ihrer Gegenwart sagte, da schauten sie alle in unterschiedliche Richtungen, um zu sehen, von woher Josef zu ihnen kommen würde. Und Josef beobachtete alle ihre Handlungen und sagte zu ihnen, »Warum schaut ihr nach hier und dort? Ich bin Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Also deshalb, seid nicht traurig, dass ihr mich verkauft habt. Es war zur Unterstützung während der Hungersnot, dass Gott mich vorgeschickt hat.«
Und seine Brüder hatten große Angst vor ihm, als sie diese Worte von Josef hörten. Und Juda war besonders erschrocken wegen ihm. Und als Benjamin die Worte von Josef hörte, war er im inneren Teil des Hauses. Und Benjamin rannte zu seinem Bruder Josef und umarmte ihn und fiel ihm um seinen Hals. Und sie weinten. Und als Josefs Brüder sahen, dass Benjamin seinem Bruder um den Hals gefallen war, weinten sie mit ihm und fielen ebenso auf Josef und umarmten ihn. Und sie weinten ein großes Weinen mit Josef. Und im Haus von Josef hörte man, dass sie seine Brüder sind. Und das gefiel dem Pharao außerordentlich gut, denn er war besorgt wegen ihnen, dass sie Ägypten zerstören könnten. Und der Pharao schickte seine Diener zu Josef, um zu gratulieren wegen seiner Brüder, die zu ihm gekommen waren. Und alle Anführer der Armeen und Truppen, die in Ägypten waren, kamen, um sich mit Josef zu freuen, und ganz Ägypten freute sich über Josefs Brüder. Und der Pharao schickte seine Diener zu Josef, sagend: Sage deinen Brüdern, sie sollen all ihr Hab und Gut nehmen und zu mir kommen, und ich werde sie im besten Teil des Landes Ägypten unterbringen. Und so taten sie es. Und Josef befahl dem, der über sein Haus gesetzt war, seinen Brüdern Geschenke und Kleider zu bringen. Und er brachte ihnen viele Kleider wie königliche Roben und viele Geschenke. Und Josef verteilte sie unter seinen Brüdern. Und er gab jedem seiner Brüder weitere Kleidung mit Gold und Silber und 300 Silberstücke. Und Josef befahl ihnen alle, diese Kleidung anzuziehen und sie zum Pharao zu bringen. Und als der Pharao sah, dass alle Brüder von Josef tapfere Männer waren und von schöner Erscheinung, war er sehr erfreut. Und danach verließen sie die Gegenwart des Pharao, um ins Land Kanaan zu gehen, zu ihrem Vater. Und sein Bruder Benjamin war bei ihnen. Und Josef stand auf und gab ihnen 11 Streitwagen des Pharaos. Und Josef gab ihnen seinen eigenen Streitwagen, auf dem er am Tag seiner Krönung in Ägypten war, um seinen Vater nach Ägypten herzuholen. Und Josef schickte allen Kindern seiner Brüder Kleider gemäß ihrer Anzahl und 100 Silberstücke für jeden von ihnen. Und er schickte auch Kleider an die Frauen seiner Brüder, von den Kleidern der Frauen des Königs. Und er schickte jeder von ihnen 50 Silberstücke und 10 Wagen auf Rechnung des Pharao. Und er schickte seinem Vater 10 Esel beladen mit allem Luxus von Ägypten und 10 Esel beladen mit Getreide und Brot zu essen für seinen Vater und für alle, die bei ihm waren, als Provision für die Reise. Und er schickte seine Brüder fort, und sie gingen, und er schickte ihren Bruder Benjamin mit ihnen. Und sie kamen an die Grenze des Landes, und sie sagten zueinander: Was sollen wir in dieser Angelegenheit tun mit unserem Vater? Denn wir können nicht plötzlich zu ihm kommen und ihm die Sache sagen, weil er sehr alarmiert wäre wegen unserer Worte und uns nicht glauben wird. Und sie gingen weiter, bis sie in die Nähe ihrer Häuser kamen, und sie trafen Serach, die Tochter von Ascher, die kam, um sie zu treffen. Und das junge Mädchen war sehr gut und geschickt und wusste, wie man auf der Harfe spielt. Und sie riefen sie, und sie kam zu ihnen, und sie küsste sie, und sie nahmen sie und gaben ihr eine Harfe, sagend: Gehe zu deinem Vater und setze dich vor ihm hin, und spiele die Harfe und spreche diese Worte. Und sie sagten ihr, sie solle zu ihrem Haus gehen, und sie nahm die Harfe und ging zu ihnen, und kam und saß in der Nähe von Jakob. Und sie spielte gut und sang, und äußerte in der Süße ihre Worte: Mein Onkel Josef lebt, und er regiert über das ganze Land Ägypten, und er ist nicht tot. Und sie fuhr fort und wiederholte diese Worte, und Jakob hörte ihre Worte, und sie waren ihm annehmlich. Er hörte, während sie die Worte zweifach und dreifach wiederholte, und Freude zog ein in Jakobs Herz wegen der Süße ihrer Worte, und der Geist Gottes war auf ihm. Und er wusste, alle ihre Worte waren wahr. Während er noch mit ihr sprach, siehe, da kamen seine Söhne zu ihm auf Pferden und Wagen und königlichen Kleidern und Dienern, die vor ihnen liefen. Und Jakob stand auf, um sie zu treffen, und er sah seine Söhne in königlichen Kleidern und sah alle die Schätze, die Josef ihnen geschickt hatte. Und sie sagten zu ihm:
Sei informiert darüber, dass unser Bruder Josef lebt. Und er ist es, der über ganz Ägypten herrscht. Und er ist es, der uns sagte, was wir dir sagten. Und Jakob hörte alle die Worte seiner Söhne, und sein Herz pochte bei ihren Worten, denn er konnte ihnen nicht glauben, bis er alles gesehen hatte, was Josef ihnen gegeben hatte, und was er ihm geschickt hatte, und alle Zeichen, die Josef zu ihnen gesprochen hatte. Und Josef sagte, »Es ist genug für mich, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich werde gehen, um ihn zu sehen, bevor ich sterbe.« Und seine Söhne erzählten ihm alles, was passiert ist. Und Jakob sagte, »Ich werde nach Ägypten heruntergehen, um meinen Sohn und seinen Nachwuchs zu sehen.« Und Jakob stand auf und zog die Kleider an, die Josef ihm geschickt hatte. Und nachdem er sich gewaschen hatte und seine Haare rasiert hatte, setzte er den Turban auf seinen Kopf, den Josef ihm geschickt hatte. Und alle Leute aus dem Haus von Jakob und deren Frauen zogen die Kleider an, die Josef ihnen geschickt hatte. Und sie freuten sich sehr über Josef, dass er noch lebte und dass er in Ägypten regierte. Und alle Einwohner von Kanaan hörten von dieser Sache, und sie kamen und freuten sich sehr mit Jakob, dass er immer noch lebte. Und Jakob machte ein Fest für sie 3 Tage lang, und alle Könige von Kanaan und die Noblen des Landes aßen und tranken und freuten sich im Haus von Jakob. Zu dieser Zeit befahl Jakob seinen Söhnen und seinem Haushalt, nach Ägypten zu gehen, gemäß der Worte von Jahua an ihn. Und Jakob stand auf mit seinen Söhnen und seinem ganzen Haushalt, dass er aus dem Land Kanaan von Beersheba losging, mit Freude und Fröhlichkeit im Herzen. Und sie gingen ins Land Ägypten. Und es geschah, als sie in der Nähe von Ägypten waren, dass Jakob Juda vorschickte zu Josef, damit er ihm eine Unterkunft in Ägypten zeige. Und Juda tat gemäß dem Wort seines Vaters. Und er rannte und kam zu Josef. Und sie wiesen ihnen einen Ort im Land Goschen zu, für seinen ganzen Haushalt. Und Juda kehrte zurück auf die Straße entlang zu seinem Vater. Und Josef spannte einen Triumphwagen ein, und er versammelte alle mächtigen Männer und seine Diener und alle Minister Ägyptens, damit sie seinen Vater treffen. Und Josefs Mandat wurde proklamiert in Ägypten, sagend, »Alle, die nicht gehen, um Jakob zu sehen, sollen sterben.« Und als Josef näher als 50 Ellen entfernt von seinem Vater war, stieg er von dem Triumphwagen ab und ging zu seinem Vater. Und als die Minister Ägyptens und ihre Noblen sahen, dass Josef zu Fuß zu seinem Vater ging, da stiegen auch sie ab und gingen zu Fuß zu Jakob. Und als Jakob das Lager von Josef erreichte, beobachtete er das Lager, das mit Josef auf ihn zukam, und es erfreute ihn, und Jakob war erstaunt darüber. Und Jakob sagte zu Juda, »Wer ist der Mann, den ich im Lager Ägyptens sehe, der in königlichen Roben gekleidet ist, mit einem roten Kleid an und einer königlichen Krone auf seinem Kopf, der von seinem Triumphwagen abgestiegen ist und zu uns kommt?« Und Juda antwortete seinem Vater, »Er ist dein Sohn Josef, der König.« Und Jakob freute sich, als er die Pracht seines Sohnes sah. Und Josef kam näher zu seinem Vater, und er verbeugte sich vor seinem Vater, und alle Männer des Lagers verbeugten sich mit ihm zu Boden vor Jakob. Und siehe, Jakob rannte eilig zu seinem Sohn Josef und fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Und Josef umarmte auch seinen Vater und küsste ihn, und sie weinten, und alle Menschen Ägyptens weinten mit ihnen. Und Jakob sagte zu Josef, »Nun werde ich frohgemut sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe, dass du noch lebst, und mit Ehre.« Und die Söhne Jakobs und ihre Frauen und Kinder und Diener und der ganze Haushalt von Jakob weinte außergewöhnlich mit Josef, und sie küssten ihn und weinten stark mit ihm. Und Josef und alle seine Leute kehrten anschließend nach Ägypten heim, und Jakob und seine Söhne und alle Kinder seines Haushalts kamen mit Josef nach Ägypten. Und Josef platzierte sie im besten Teil des Landes, im Land Goschen. Und Josef sagte zu seinem Vater und seinen Brüdern, »Ich werde hoch zum Pharao gehen und sagen, meine Brüder und mein Haushalt und der Haushalt meines Vaters und all ihre Güter sind zu mir gekommen, und siehe, sie sind im Land Goschen.« Und so tat es Josef und nahm von seinen Brüdern Ruben, Issachar, Sebulon und Benjamin mit und platzierte sie vor dem Pharao. Und Josef sprach zum Pharao,
meine Brüder und der Haushalt meines Vaters und all ihr Hab und Gut, zusammen mit ihren Schafen und Rindern, sind zu mir gekommen aus dem Land Kanaan, zum Aufenthalt in Ägypten, denn die Hungersnot lag schwer auf ihnen. Und der Pharao sagte zu Josef: Siedele deinen Vater und deine Brüder im besten Teil des Landes an. Halte nichts von ihnen zurück, was gut ist, und sorge dafür, dass sie aus der Fülle Ägyptens zu essen haben. Und Josef antwortete: Siehe, ich habe sie im Land Goschen untergebracht, denn sie sind Hirten. Deshalb belasse sie in Goschen, um ihre Herde abseits der Herden Ägyptens zu füttern. Und der Pharao sagte zu Josef: Tue mit deinen Brüdern alles, was sie dir sagen mögen. Und die Söhne von Jakob verbeugten sich vor dem Pharao, und sie gingen fort in Frieden. Und anschließend brachte Josef seinem Vater zum Pharao. Und Jakob kam und verbeugte sich vor dem Pharao, und Jakob segnete den Pharao, und er ging hinaus. Und Jakob und alle seine Söhne und sein ganzer Haushalt wohnten im Land Goschen. Over the past four decades, extensive investigation has established the presence of ancient Israel in the Nile Delta. In 1966, just outside the small town of Kantir, an Austrian research team headed by Dr. Manfred Bitek made the first of a remarkable series of discoveries. Ruins at an excavation site called Tel El Daba are remains of what is now believed to be the earliest Israelite settlement in Egypt. Studies of pottery fragments and construction techniques have verified that primitive mud walls here were once part of an unfortified village built by Canaanite farmers in the middle of the 19th century BC. Manfred Bitek's work has provided us with the only tangible evidence for the presence of Israelites in Egypt. The earliest Asiatic occupation at Tel El Daba is in Area F, Stratum D2. And this is a very interesting level because the people living there were pastoralists, living a very simple lifestyle. They had very small structures that they lived in, evidence for keeping animals in pens and so on. This dates to the time of Jacob, of Joseph. It's at the right place. It's an Asiatic culture. Obviously, these people were not local Egyptians. They had migrated into this area from the land of Canaan. And so this could very well be evidence for the Israelites in Egypt. In a plot of land, later identified as Area F, they uncovered the ruins of a village. In this small village there in Stratum D2, dating to the time of Joseph, all the remains are Asiatic in nature. The material culture there is Asiatic. Nothing is Egyptian. A map of the excavation site confirms its distinctly Israelite origins. And there was one house in particular which was larger than the other houses. And it was laid out in kind of a horseshoe fashion around a central courtyard. And then around this rather large structure were smaller structures. And this perhaps may be the very first house built using this design. Archaeologists immediately recognized that the design of this horseshoe-shaped dwelling was identical to structures built in Israel centuries later. It was a prototype of Hebrew architecture constructed near the time Joseph was believed to have lived in Egypt. The scriptures tell us that following Joseph's death, Pharaoh drove the Israelite population into slavery. Several archaeological discoveries have also confirmed this aspect of the biblical account. Excavations throughout the Nile Delta have unearthed walls of mud brick resembling those the Bible states were once molded by the hands of Israelite slaves. This practice was vividly illustrated in an 18th dynasty tomb painting depicting foreign slaves making bricks from mud and straw. An inscription on the mural echoes the slave master's dreaded warning:
The rod is in my hand. Be not idle. Another mural, carved in a tomb wall during the 15th century BC, shows Canaanite slaves working in the vineyards of Goshen. And fragments of the Brooklyn Papyrus, dating back more than 3,700 years, report the transfer of domestic slaves from one Egyptian owner to another. Each slave was listed by name. More than half the names noted were characteristically Hebrew. Und Josef kaufte alle Ländereien und Felder Ägyptens für Brot wegen des Pharao. Und Josef belieferte ganz Ägypten mit Brot während der Hungersnot. Und Josef sammelte alles Silber und Gold, das für das Getreide zu ihm kam. Und er sammelte viel Gold und Silber. Überdies eine immense Menge von Onyxsteinen, Bedellium und wertvoller Kleidung, welche zu Josef gebracht wurde aus allen Teilen des Landes, wenn sie kein Geld mehr hatten. Und Josef nahm alles Silber und Gold, das zu ihm kam, ungefähr 72 Talente Gold und Silber und genauso Onyxsteine und Bedellium in großer Fülle, und Josef ging und versteckte sie in vier Teilen. Und er versteckte einen Teil in der Wildnis in der Nähe des Roten Meeres und ein Teil am Euphrat, und den dritten und vierten Teil versteckte er in der Wüste gegenüber der Wildnis von Persien und Medien. Und er nahm einen Teil von Gold und Silber, der übrig war, und gab ihn an alle seine Brüder und den Haushalt seines Vaters und an die Frauen des Haushalts seines Vaters. Und den Rest brachte er zum Haus des Pharao, ungefähr 20 Talente von Gold und Silber. Und Josef gab alles übrig gebliebene Gold und Silber dem Pharao, und der Pharao brachte es in die Schatzkammer. Und danach hörten die Tage der Hungersnot auf. Und sie säten und ernteten im ganzen Land, und sie erhielten die übliche Menge Ertrag Jahr für Jahr. Es fehlte ihnen nichts. Und Josef wohnte sicher in Ägypten, und das ganze Land war unter seinem Rat. Und sein Vater und alle seine Brüder wohnten im Land Goschen und nahmen es in Besitz. Und Josef war sehr alt, fortgeschritten an Tagen, und seine zwei Söhne Ephraim und Manasse blieben konstant im Haus von Jakob, zusammen mit den Kindern der Söhne von Jakob, ihren Brüdern, um die Wege Jahuas zu lernen, sowie sein Gesetz. Und Jakob und seine Söhne wohnten im Land Ägypten, im Land Goschen, und sie nahmen es in Besitz, und sie waren fruchtbar und vermehrten sich darin. Kapitel 56. Und Jakob lebte 17 Jahre lang im Land Ägypten, und die Tage von Jakob und die Jahre seines Lebens waren 147 Jahre. Zu dieser Zeit befiel Jakob diese Krankheit, von der er starb, und er rief nach seinem Sohn Josef von Ägypten, und sein Sohn Josef kam aus Ägypten zu seinem Vater. Und Jakob sagte, rufe alle deine Kinder zu mir, und alle Kinder von Jakobs Söhnen kamen und saßen vor ihm, und Jakob segnete sie. Und er sagte zu ihnen, der Herrgott eurer Väter soll euch 1000-mal so viel gewähren und euch segnen, und er möge euch die Segnungen eures Vaters Abraham geben. Und alle Kinder von Jakobs Söhnen gingen fort an diesem Tag, nachdem er sie gesegnet hatte. Und am nächsten Tag rief Jakob erneut nach seinen Söhnen, und sie kamen alle zusammen und saßen vor ihm. Und Jakob segnete an diesem Tag vor seinem Tod seine Söhne. Jeden Mann segnete er gemäß seinem Segen. Siehe, es ist im Buch des Gesetzes des Herrn über Israel geschrieben. Und Jakob sagte zu Juda, ich weiß, mein Sohn, dass du ein mächtiger Mann bist für deine Brüder. Regiere über sie, und deine Söhne sollen für immer über ihre Söhne regieren. Lehre deinen Kindern nur den Umgang mit den Bogen und allen Waffen des Krieges, damit sie die Kämpfe ihres Bruders kämpfen, der über seine Feinde regiert. Und Jakob befahl seinen Söhnen an diesem Tag erneut, sagend, siehe, ich soll heute zu meinen Leuten gebracht werden. Tragt mich hinauf von Ägypten und beerdigt mich in der Höhle von Machpela, wie ich es euch gesagt habe. Wie dem auch sei, ich bitte dich, hab Acht, dass keiner eurer Söhne mich trägt, sondern nur ihr selbst. Und so sollt ihr es mit mir machen, wenn ihr meinen Körper tragt, um mich ins Land Kanaan zu bringen, um mich zu beerdigen. Juda, Issachar und Sebulon sollen meine Totenbahre an der östlichen Seite tragen.
Simeon und Gad im Süden, Ephraim, Manasse und Benjamin im Westen, Dan, Ascher und Naphtali im Norden. Lasst Levi nicht mit euch tragen, denn er und seine Söhne werden die Bundeslade des Herrn tragen mit den Israeliten im Lager. Noch lasst meinen Sohn Josef tragen, denn als ein König, so sei sein Ruhm. Wie auch immer, Ephraim und Manasse sollen an dieser Stelle sein. So sollt ihr mit mir tun, wenn ihr mich wegtragt. Vernachlässigt keine Sache, die ich euch gesagt habe. Und es soll geschehen, wenn ihr mir so tut, dass Yahuwah sich gefällig an euch erinnert und auch euren Kindern nach euch für immer. Und, meine Söhne, ehre jeder seinen Bruder und seinen Verwandten und gebietet euren Kindern und Kindeskindern nach euch, Yahuwah zu dienen, dem Gott eurer Vorfahren alle Tage lang. Damit ihr eure Tage im Land verlängert, ihr und eure Kinder und Kindeskinder für immer, wenn ihr tut, was gut und aufrichtig ist in der Sicht von Yahuwah, eures Gottes, auf all seinen Wegen zu gehen. Und du, mein Sohn Josef, ich bitte dich, vergebe die Zickereien deiner Brüder und alle ihre Missetaten in der Verletzung, die sie auf dich gehäuft haben, denn Gott hatte es für deinen und deiner Kinder Vorteil so vorgesehen. Und, o mein Sohn, lasse deine Brüder nicht bei den Einwohnern von Ägypten, noch verletze ihre Gefühle, denn siehe, ich übergebe sie in die Hand Gottes und in deine Hand, sie zu beschützen vor den Ägyptern. Und die Söhne von Jakob antworteten ihrem Vater sagend: O unser Vater, alles, was du uns befohlen hast, werden wir so machen. Möge nur Gott mit uns sein. Und Jakob sagte zu seinen Söhnen: So möge Gott mit euch sein, wenn ihr auf all seinen Wegen geht. Weicht nicht ab von seinen Wegen, weder nach rechts noch nach links, beim Tun dessen, was gut und aufrichtig ist in seinen Augen. Denn ich weiß, dass euch viele schmerzliche Wirren befallen werden in den letzten Tagen im Lande. Ja, eure Kinder und Kindeskinder, dient nur Yahuwah, und er wird euch vor allen Wirren retten. Und es soll geschehen, wenn ihr nach Gott geht, ihm zu dienen, und ihr es euren Kindern lehrt und euren Kindeskindern, Yahuwah zu kennen, dann wird er euch und euren Kindern einen Diener aus euren Kindern erwachsen lassen, und er wird euch befreien durch seine Hand aus aller Bedrängnis, und euch aus Ägypten herausbringen und euch zurückbringen ins Land eurer Väter, um es sicher zu erben. Und Jakob hörte auf, seinen Söhnen zu befehlen, und er zog seine Füße ins Bett. Er starb und wurde zu seinen Leuten gebracht. Und es geschah danach, dass Josef seinen Dienern, den Doktoren, befahl, seinen Vater einzubalsamieren mit Myrrhe und Weihrauch und alle Art von Räucherwerk und Parfüm. Und die Doktoren balsamierten Jakob ein, wie Josef ihnen befohlen hatte. Und nachdem seine Tage der Trauer vorbei waren, nach 70 Tagen, sagte Josef zum Pharao: Ich werde hinaufgehen und meinen Vater im Land Kanaan beerdigen, wie er mich hat schwören lassen, und dann komme ich zurück. Und der Pharao schickte Josef los, sagend: Gehe hinauf und beerdige deinen Vater, wie er sagte und wie er dich hat schwören lassen. Und Josef machte sich mit allen seinen Brüdern auf, um ins Land Kanaan zu gehen und ihren Vater Jakob zu beerdigen, wie er es ihnen befohlen hatte. Und die Söhne von Jakob trugen die Totenbahre, auf der er lag. Alles genau so, wie ihr Vater ihnen aufgetragen hatte. So taten es seine Söhne für ihn. Und die Bahre war aus purem Gold, und sie war rundherum mit Onyxsteinen und Bdellium ausgelegt. Und die Abdeckung der Bahre war eine goldgewebte Arbeit, verbunden mit Fäden. Und über ihnen waren Haken aus Onyxsteinen und Bdellium. Und Josef platzierte auf dem Kopf von seinem Vater Jakob eine große goldene Krone, und er gab ihm ein goldenes Zepter in seiner Hand, und sie umgaben die Bahre, wie es der Brauch der Könige während ihres Lebens ist. Und alle Könige von Kanaan hörten von dieser Sache, und sie gingen alle los, jeder Mann aus seinem Haus, 31 Könige von Kanaan, und sie alle kamen mit ihren Männern, um zu trauern und zu weinen um Jakob. Und alle diese Könige sahen Jakobs Totenbahre, und siehe, Josefs Krone war darauf, und sie legten auch ihre Kronen auf die Bahre, und sie umzirkelten sie mit Kronen. Und alle diese Könige trauerten schwer an diesem Ort mit den Söhnen von Jakob, denn die Könige Kanaans wussten um die Tapferkeit von Jakob und seinen Söhnen. Und der Bericht erreichte Esau, sagend: Jakob starb in Ägypten,
und seine Söhne und ganz Ägypten überbringen ihn ins Land Kanaan, um ihn zu beerdigen. Und Esau hörte diese Sache, und er wohnte beim Berg Seir. Und er stand auf mit seinen Söhnen und allen seinen Leuten und seinem ganzen Haushalt, eine sehr große Menge an Menschen, und sie kamen, um über Jakob zu trauern. Und es geschah, als Esau kam, um über seinen Bruder Jakob zu trauern, dass ganz Ägypten und ganz Kanaan erneut kam und große Trauer mit Esau zu halten über Jakob. Und Josef und seine Brüder nahmen ihren Vater Jakob von diesem Ort, und sie gingen nach Hebron, um Jakob in der Höhle seiner Väter zu beerdigen. Und sie kamen nach Kiriat Arba, zu der Höhle, und als sie ankamen, stand Esau mit seinen Söhnen gegen Josef und seine Brüder als Hindernis in der Höhle, sagend: Jakob soll nicht hier drin begraben werden, denn es gehört uns und unserem Vater. Und Josef und seine Brüder hörten die Worte von Esaus Söhnen, und sie wurden außergewöhnlich zornig. Und Josef näherte sich Esau, sagend: Was ist das für eine Sache, die sie gesprochen haben? Sicher kaufte mein Vater Jakob die Höhle für 20 große Reichtümer nach dem Tod von Isaak, vor jetzt 25 Jahren. Und auch das Land Kanaan kaufte er von dir und deinen Söhnen und dem Nachwuchs nach dir. Und Jakob kaufte es für seine Söhne und seine Nachfahren nach ihm als Erbe für immer. Und warum sprichst du heute solche Sachen? Und Esau antwortete sagend: Du sprichst falsch und äußerst Lügen, denn ich verkaufte nichts, was mir gehört in diesem ganzen Land, so wie du sagst. Noch kaufte mein Bruder Jakob irgendwas, was mir in diesem Land gehört. Und Esau sprach diese Sachen, um Josef zu täuschen mit seinen Worten. Denn Esau wusste, dass Josef nicht anwesend war in den Tagen, als Esau all seinen Besitz im Land Kanaan an Jakob verkauft hatte. Und Josef sagte zu Esau: Sicher hat mein Vater diese Dinge mit dir im Bericht des Kaufs erwähnt und den Bericht mit Zeugen bezeugt. Und siehe, es ist bei uns in Ägypten. Und Esau antwortete ihm sagend: Bringe den Bericht. Alles, was du im Bericht findest, werden wir so tun. Und Josef rief seinen Bruder Naphtali und sagte: Beeile dich, bleibe nicht stehen. Ich bitte dich, renne nach Ägypten und bringe alle Aufzeichnungen. Den Bericht des Kaufs, den versiegelten Bericht und den offenen Bericht und auch die ersten Berichte, in welchen die Transaktionen des Geburtsrechts geschrieben stehen, hole sie. Und du sollst sie uns hierher bringen, damit wir alle Worte von Esau und seinen Söhnen wissen mögen, welche sie an diesem Tag gesprochen haben. Und Naphtali hörte auf die Stimme von Josef und beeilte sich und rannte hinunter nach Ägypten. Und Naphtali war leichter zu Fuß als jeder der Hirsche, die in der Wildnis waren, denn er würde auf den Getreideähren laufen, ohne sie zu zerbrechen. Und als Esau sah, dass Naphtali weggegangen war, um die Berichte zu holen, da steigerten er und seine Söhne den Widerstand gegen die Höhle. Und Esau und alle seine Leute standen auf, um gegen Josef und seine Brüder zu kämpfen. Und alle Söhne von Jakob und die Leute Ägyptens kämpften mit Esau und seinen Männern. Und die Söhne von Esau und seinen Leuten wurden geschlagen von den Söhnen Jakobs. Und die Söhne Jakobs töteten 40 Männer von Esau. Und Kuschim, der Sohn von Dan, der Sohn von Jakob, war zu dieser Zeit bei Jakobs Söhnen. Aber er war ungefähr 100 Ellen entfernt vom Ort des Kampfes, denn er blieb zurück mit den Kindern von Jakobs Söhnen bei Jakobs Totenbahre, um sie zu beschützen. Und Kuschim war taub und stumm, trotzdem verstand er die Stimme der Bestürzung unter den Menschen. Und er fragte: Warum beerdigt ihr nicht den Toten und warum diese große Bestürzung? Und sie antworteten ihm die Worte von Esau und seinen Söhnen. Und in der Mitte des Kampfes rannte er zu Esau und tötete Esau mit dem Schwert. Und er schlug ihm den Kopf ab, und er sprang in die Ferne, und Esau fiel unter seinen Leuten im Kampf. Und als Kuschim diese Sache tat, überwältigten die Söhne von Jakob die Söhne von Esau. Und die Söhne von Jakob beerdigten ihren Vater Jakob mit Gewalt in der Höhle. Und die Söhne von Esau sahen es. Und Jakob wurde in Hebron begraben, in der Höhle Machpella, welche Abraham von den Söhnen von Heth gekauft hatte, zum Besitz als Grabstätte. Und er wurde in sehr kostbaren Kleidern begraben. Und kein König erwies ihm so viel Ehre wie Josef beim Tod seines Vaters, denn er begrub ihn mit viel Ehre wie bei der Beerdigung eines Königs.
und Josef und seine Brüder hielten 7 Tage Trauer für ihren Vater. In Kapitel 57 lesen wir, dass die Söhne von Esau, Seir der Horiter, die Söhne Jakobs und die Ägypter Kriege gegeneinander führen. Esau bittet auch Angeas, König von Afrika, auch genannt Dinhabar, ihn zu unterstützen gegen die Meder und Perser. Hauptsächlich in den Kapiteln 61 bis 63, aber eben auch in den Kapiteln 57, 58, 60, 64, 66, 70, 72, 73, 74 und 76 werden die Kriege der Nationen von Afrika beschrieben. Ja, richtig gehört, Afrika. Eben genannter König Angeas, König von Afrika, wird 101 Mal genannt im Buch Jaschar. Afrika wird 50 Mal genannt. Ein anderes Wort für Afrika ist Dinhabar und wird 10 Mal genannt. Latinus wird 16 Mal genannt und König Kikianus von Kusch 39 Mal. Moses regierte später 40 Jahre lang über Kusch. Ja, sogar das Wort Italia findet sich 2 Mal im Buch Jaschar. Während des Lesens dieser Texte kam mir Daniel Kapitel 11 in den Sinn. Und zwar der Krieg des Königs des Nordens gegen den König des Südens. Wohl wissend, dass es hier auf YouTube so einige Vorträge zum Thema des Königs des Nordens und des Königs des Südens gibt, bin ich der Meinung, dass wir hier von dem lesen, was später bekannt wurde als die Punischen Kriege. Oder anders, Karthago gegen Rom. Da dieser Themenkomplex allerdings so groß und umfangreich ist und weil ich mich hier, wie in der Einleitung zu Teil 1 bereits gesagt, auf die Geschichte Israels konzentrieren möchte, habe ich die entsprechenden Kapitel und den Großteil betreffender Verse jedoch ausgelassen und anstelle dessen nun hier diese Anmerkungen eingefügt. Sicherlich wäre es interessant, die genannten Kapitel aus dem Buch Jaschar unter dem Aspekt der Punischen Kriege genauer zu untersuchen. Möglicherweise fühlt sich ja jemand dazu berufen. Ich weiß nicht mehr, in welchem der ganzen Videos genau es war, doch es ist mir so, dass Dr. Wikström einst sagte, das Buch Jaschar gehöre chronologisch vor das Matthäusevangelium. Sehen wir uns die Daten der Punischen Kriege an, so stimmt diese Aussage einmal mehr. Natürlich müssen dazu noch einige Anmerkungen gemacht werden. Die Namen Eliphas, Zepho, Bela und Beor finden sich im Stammesverzeichnis von Esau in Genesis Kapitel 36. Laut der Zeitlinie auf biblehub.com ist das ca. 1900 BC. Laut selbiger Quelle ging Jakob 1875 BC nach Goshen, während der Exodus 1446 BC begann. Die Punischen Kriege allerdings ereigneten sich nach heutiger Geschichtsschreibung zugegebenermaßen über 1000 Jahre später. Wie der Autor des Buches Jaschar darauf kommt, die, wie es im Buch heißt, Kriege Afrikas in die Zeit zu legen, in der Jakob in Ägypten war, ist mir dabei selbst ein Rätsel. Wie gesagt, mir ist durchaus klar, dass gemäß heutiger Geschichtsschreibung die Punischen Kriege nicht in die Zeit der Israeliten in Ägypten hineingehören. Im Vorwort des Buches wird dies etwas diskutiert, aber es wird auch keine endgültige Aussage dazu gemacht. Weshalb ich trotzdem nach heutigem Wissensstand der Meinung bin, und das ist erst einmal ein Konjunktiv, dass es hier um die Punischen Kriege geht, ist, dass auch der Name Anibal 8 Mal im Buch Jaschar vorkommt. Und zwar in Kapitel 74, in welchem es in Vers 21 heißt, dass Anibal 18 Jahre lang Krieg führte. Das wiederum passt zum zweiten Punischen Krieg, denn dieser dauerte 18 Jahre und wurde von Hannibal geführt.
Liest man etwas weiter zu Rom, so findet sich, dass es die Bezeichnung Latins schon ab dem 2. Jahrtausend BC gab, und von daher ist es kein Mysterium mehr, wie dieses Wort in das Buch Jaschar hineinkommen konnte. In diesem Zusammenhang sei auf diese beiden Videos hingewiesen, denn in beiden geht es um Zeiten und Daten. Nur weil wir aktuell etwas noch nicht richtig verstehen, bedeutet das noch lange nicht, dass es falsch ist. Möglicherweise gibt es an diesen Stellen ja noch interessante Dinge zu offenbaren. We have a study and a sermon today in the name of Yahweh. It's entitled The Missing Years and Why. I'm James P. Wickstrom, a teacher of Yahweh. P.O. Box 102, Rhodes, Michigan, 48652. My website is www.jameswickstrom.com. It is Saturday, May 3rd, 2008. Now, you hear about the Bible. It's a term that everyone uses. They still say it's the most read book in the world. The Bible. They call it the Bible. Where did that name come from? It had to come from somewhere. Well, it came from the Catholic Church. And if you look it up, Bible means Holy Biblica. It means the Book of the Sun, S-U-N. That's why they have sun wafers that they carry in front of the Pope, S-U-N. All right? The disciples called it the books. That was it, the books. Because here, this is the King James Version. There's 66 books. There were more. But you see, what you need, if you're going to be an avid student, you need what's known as the books or a Bible with a center concordance. Because a Bible with a center concordance equals a history book. That's what this is. It is history. It has dates, events, and places. It's called a history book. If you don't have a center concordance with dates in it, then you're not reading a history book because you don't know if you're coming or going or what part of history you're reading about. And everybody out there who says, oh, I'm an avid Bible student. Boy, I study. And I say, do you have a center concordance? No. I said, you are not a student. You don't know what you're studying. And I said, my next question to you is, what is the beginning of wisdom? What is the beginning of wisdom? It says, the beginning of wisdom is to fear Yahweh. Not George Bush, not a corrupt government. The beginning of all wisdom is to fear Yahweh. And then they'll look at me and say, who's Yahweh? And I said, and you say you're a student of the Bible? When you don't even know the name of Almighty God Himself? Well, I've never learned that in my church. I said, that's your problem. You went to a church. You went to a 501c3 government orchestrated and controlled corporation who is there just to make money. Next, please. Now, if you do not have an Apocrypha, that's what this is right here, the Apocrypha, and if you do not have a Strong's or a Young's Concordance, and if you do not have the Book of Jasher, don't say you're a Bible student. Because these are the necessities of things that you need. You need a Bible with a center concordance, which shows dates, places, and times. You need an Apocrypha. This is the Apocrypha, by the way, and I'll explain it to you. You need a Strong's or a Young's Concordance to differentiate the true meaning of the Aramaic and the Hebrew and the Greek, okay? And you need a Book of Jasher. You'll say, well, why do we need that? Well, because it's a history book unto itself, and it is recorded that it says, it is written in the Book of Jasher, in the Book of Joshua, chapter 10, verse 13, and in 2 Samuel, chapter 1, verse 18. The Book of Jasher. How come we don't have the Book of Jasher to read? Because they don't want you to read it. They don't want you to understand anything, because the more stupid you are, the more that you can become their slave. Well-informed, educated men do not become slaves. They will resist tyranny
in every level. Every level. Next, please. Now, if you were to go to the book of Malachi, the historical book of Malachi, okay, that's very important, which is what they call the last book of the old parchments, the Old Testament, book of Malachi, chapter 4, and you have a center concordance, you'll see that Malachi is speaking and the events that are taking place is B.C. 397. You'll say, why is that important? Well, I'm going to explain to you why it's important. And then you go to the book of Matthew, the first book of what you call the New Testament. You have to go to chapter 3 before you find in the center concordance a date of A.D. 26. Oh, please. That constitutes 425 missing years of history that you have not been allowed to read and understand. Now, when you're not given the proper things to read and understand, how can you really know what's going on? If you're going to fly an airplane, you better go take some courses and read the manual before you try and fly it, before getting in it, revving it up, pushing a few buttons, hitting the throttle forward, and killing yourself. So you see, we have 425 missing years, and those 425 missing years are what's known as the Apocrypha, and the Apocrypha was in your Bible 50, 60, 80, 100 years ago, and they took it out. And they didn't take it out by mistake. 425 years of missing history and truth. Now, why was this done? Wenn das Buch Jaschar also zu den Apokryphen gehört, die aus der Bibel entfernt wurden, um unsere Geschichte zu verschleiern, und wenn das Buch Jaschar in den hier gezeigten Jahren geschrieben wurde, dann klärt sich auch die Frage, wie die Punischen Kriege und Hannibal ihren Weg in dieses Buch gefunden haben. Der Autor war dann nämlich mehr oder minder Zeitzeuge dieser Kriege. Now, for example, we have the Masoretic text, okay? And we have the Septuagint text. Now this is very important for the simple reason that the Masoretic text is the text of error that they are using as a guideline of age from Adam, the patriarchs, from Adam to Seth, Enos, Canaan, Mahiel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noah, Shem, Arphaxad, Canaan, Salah, Eber, Phaleg, Ru, Serug, Nahar, Tara, Abraham, and we can even go down into Isaac and to Jacob. Okay? Them are the patriarchs. And they ruled our race. They were the head of our people. And then we went into what was known as the reign of judges. All right? Now, what happened here? Well, this is the wrong text. This is error. The Septuagint is correct. And what they did, for example, Adam lived till begot a son at 130. The Septuagint, no, it was 230. There was 100 years right here of error. And this was deliberate. This was deliberate. Because everyone was waiting for Yahweh to be born in a birth of flesh body. Why do you think the kings of the east came? Because they knew Yahweh was to be born in the flesh. And they presented gifts to the Son of God or to the King of Kings. King of Kings. And all these, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, total up to 1,486 years of discrepancy to try and say that Yahweh was not born in a flesh body. Now, diese Diskrepanz von über 1400 Jahren wiederum kann die Lücke zwischen dem Exodus und den Punischen Kriegen füllen.
also genau die Anzahl von Jahren, von denen ich anfangs dieser Exkursion sagte, dass sie gemäß heutiger Geschichtsschreibung fehlen würden. Vers 35. Und es geschah nach der Schlacht, dass die Kinder von Esau zurückkehrten und nach Seir kamen. Und die Kinder von Esau schlugen diejenigen, die im Land der Kinder von Seir geblieben waren. Und sie töteten auch ihre Frauen und Kinder. Sie ließen nicht eine Seele am Leben, außer 50 jungen Burschen und Mädchen, die sie leben ließen. Und die Kinder von Esau töteten sie nicht, und die Burschen wurden ihre Sklaven, und die Mädchen nahmen sie zur Frau. Und in diesen Tagen geschah es, dass die Kinder von Esau sich entschlossen, einen König über sie zu setzen im Land, welches sie nun besaßen. Und sie sagten zueinander, nicht so, denn er soll über uns in unserem Land regieren, und wir sollen unter seinem Rat sein, und er soll unsere Schlachten schlagen gegen unsere Feinde, und so taten sie. Und die Kinder von Esau schworen, sagend, dass niemand von ihren Brüdern jemals über sie regieren solle, sondern ein fremder Mann, der nicht von ihren Brüdern ist. Denn die Seelen aller Kinder von Esau waren verbittert, jedermann gegen seinen Sohn, Bruder und Freund, wegen dem Bösen, das sie durch ihre Brüder ertragen mussten, als sie mit den Kindern von Seir kämpften. Deshalb schworen die Söhne von Esau, von diesem Tag an würden sie aus ihren Brüdern keinen König erwählen, sondern einen aus einem fremden Land, bis heute. Und da war ein Mann von den Männern von Angeas, König von Dinhaba, auch genannt Afrika. Sein Name war Bela, der Sohn von Beor, der ein sehr tapferer Mann war, hübsch und ansehnlich und weise in aller Weisheit. Ein Mann von Sinn und Rat, und da war niemand unter den Leuten von Angeas, so wie er war. Und alle Kinder von Esau nahmen ihn und salbten ihn, und sie krönten ihn zum König, und sie verbeugten sich vor ihm, und sie sagten zu ihm, möge der König leben, möge der König leben. Und sie spreizten ein Laken auf, und sie brachten ihm jeder Ohrringe von Gold und Silber oder Ringe oder Armbänder, und sie machten ihn reich an Silber und Gold, an Onyxsteinen und Bedellium, und sie machten ihm eine königliche Krone. Und sie setzten eine Krone auf seinen Kopf, und sie bauten einen Palast für ihn, und er wohnte darin, und er wurde König über alle Kinder von Esau. Und die Leute von Angeas nahmen ihren Lohn für den Kampf von den Kindern von Esau, und sie gingen und kehrten zu dieser Zeit zurück zu ihrem Herrn in Dinhaba. Wie gesagt, das ist Afrika. Und Bela regierte über die Kinder von Esau für 30 Jahre. Und die Kinder von Esau wohnten im Land anstelle der Kinder von Seir, und sie wohnten sicher an ihrer Stelle bis heute. Und es geschah im 32. Jahr der Israeliten in Ägypten, das ist das 71. Jahr des Lebens von Josef, dass in diesem Jahr der Pharao, König von Ägypten, starb, und sein Sohn Magron regierte an seiner Stelle. Und der Pharao befahl Josef vor seinem Tod, seinem Sohn Magron ein Vater zu sein, und dass Magron unter Fürsorge und Rat von Josef stehen solle. Und ganz Ägypten stimmte der Sache zu, dass Josef König über sie sein sollte, denn alle Ägypter liebten Josef. Nur Magron, der Sohn vom Pharao, saß auf dem Thron seines Vaters, und er wurde in diesen Tagen König anstelle seines Vaters. Magron war 41 Jahre alt, als er anfing zu regieren, und er regierte Ägypten 40 Jahre lang. Und ganz Ägypten nannte ihn Pharao wie seinen Vater, wie es ihr Brauch war in Ägypten für jeden König, der über sie regierte. Und es geschah, als der Pharao anstelle seines Vaters regierte, dass er die Gesetze Ägyptens und alle Angelegenheiten der Regierung in die Hand von Josef gab, wie sein Vater es ihm gesagt hatte. Und Josef wurde König über Ägypten, denn er beaufsichtigte ganz Ägypten, und ganz Ägypten war unter seiner Fürsorge und seinem Rat. Denn ganz Ägypten neigte sich Josef zu nach dem Tod des Pharao, und sie liebten ihn außerordentlich, dass er über sie regierte. Und Pharao, König von Ägypten, saß auf seinem Thron an seines Vaters statt, aber er war unter der Kontrolle und dem Rat von Josef, so wie er anfangs unter Kontrolle seines Vaters war. Nicht, dass er nur im Land Ägypten regierte, unter dem Rat von Josef, sondern Josef regierte über das ganze Land zu dieser Zeit, von Ägypten bis zum Euphrat.
Und es geschah am Ende vieler Tage und Jahre, als die Kinder von Esau friedlich in ihrem Land lebten und ihrem König Bela, dass die Kinder von Esau fruchtbar waren und sich vermehrten im Land. Und sie entschlossen sich, gegen die Söhne von Jakob und ganz Ägypten zu kämpfen, um ihren Bruder Zepho, den Sohn von Eliphas, und seine Männer zu befreien, denn sie waren in diesen Tagen die Sklaven von Josef. Und die Kinder von Esau schickten zu den Kindern des Ostens, und sie machten Frieden mit ihnen. Und alle Kinder des Ostens kamen zu ihnen, um mit den Kindern von Esau gegen Ägypten zu kämpfen. Und zu ihnen kamen auch die Leute von Angeas, König von Dinhaba, und sie schickten auch nach den Kindern von Ismael, und sie kamen zu ihnen. Und alle diese Völker kamen zusammen nach Seir, um den Kindern von Esau in der Schlacht zu helfen. Und das Feldlager war sehr stark mit Leuten, zahlreich wie der Sand am Meer, ungefähr 800.000 Männer, Infanterie und Kavallerie. Und alle diese Truppen gingen herunter nach Ägypten, um gegen die Söhne von Jakob zu kämpfen, und sie lagerten in Ramses. Und Josef ging los mit seinen Brüdern und den mächtigen Männern von Ägypten, ungefähr 600 Mann, und sie kämpften mit ihnen im Land Ramses. Und zu dieser Zeit kämpften die Söhne Jakobs gegen die Kinder von Esau, im 50. Jahr der Israeliten in Ägypten. Das ist das 30. Jahr von Belas Herrschaft über die Kinder von Esau in Seir. Und Jahua gab alle mächtigen Männer von Esau und der Kinder des Ostens in die Hand von Josef und seinen Brüdern. Und die Leute der Kinder von Esau und die Kinder des Ostens wurden von Josef geschlagen. Und die Leute von Esau und die Kinder des Ostens wurden getötet. Da fielen vor den Söhnen von Jakob ungefähr 200.000 Männer. Und ihr König Bela, der Sohn von Beor, fiel mit ihnen in der Schlacht. Und als die Kinder von Esau sahen, dass ihr König gefallen war im Kampf und tot war, da wurden ihre Hände schwach im Kampf. Und Josef und seine Brüder und ganz Ägypten schlugen immer noch die Leute aus dem Hause Esau. Und alle Leute von Esau waren bange vor den Söhnen Jakobs, und sie flohen vor ihnen. Und als die Kinder von Esau sahen, dass ihr König im Kampf getötet wurde, da beeilten sie sich und nahmen einen Mann von den Kindern des Ostens. Sein Name war Jobab, der Sohn von Zarach, aus dem Land Bozra. Und sie ließen ihn über sie regieren anstelle von Bela, ihrem König. Und Jobab saß auf dem Thron von Bela als König an seiner Stadt. Und Jobab regierte in Edom über alle Kinder von Esau 10 Jahre lang. Und die Kinder von Esau gingen von diesem Tag an nicht mehr in die Schlacht gegen die Söhne von Jakob. Denn die Söhne von Esau wussten vom Heldenmut der Söhne Jakobs, und sie hatten viel Angst vor ihnen. Aber von diesem Tage an hassten die Kinder von Esau die Kinder von Jakob, und der Hass und die Feindschaft war sehr stark zwischen ihnen alle Tage, bis zum heutigen Tag. Und danach geschah es, am Ende von 10 Jahren, dass Jobab, der Sohn von Zarach aus Bozra, starb. Und die Kinder von Esau nahmen einen Mann, dessen Name Kuscham war, aus dem Land Teman, und sie machten ihn zum König über sie anstelle von Jobab. Und Kuscham regierte in Edom über alle Kinder von Esau 20 Jahre lang. Und Josef, König von Ägypten, und seine Brüder und alle die Kinder von Israel wohnten sicher in Ägypten alle diese Tage, zusammen mit allen Kindern von Josef und seinen Brüdern, ohne Hindernis und schlimmen Vorfall. Und das Land von Ägypten hatte zu dieser Zeit Ruhe von den Kriegen in den Tagen von Josef und seinen Brüdern. Kapitel 59, Vers 20. Und Josef lebte 93 Jahre lang im Land Ägypten. Und Josef regierte über ganz Ägypten 80 Jahre lang. Und als die Tage nahe kamen, dass Josef sterben würde, da schickte er nach seinen Brüdern und dem ganzen Haushalt seines Vaters. Und sie kamen alle zusammen und saßen vor ihm. Und Josef sorgte dafür, dass die Söhne von Israel für ihren Samen nach ihnen schwörten, sagend: Gott wird euch sicher besuchen, und ihr sollt meine Knochen von hier mit hinaufnehmen. Und es geschah danach, dass Josef starb, im 71. Jahr der Israeliten in Ägypten. Und Josef war 110 Jahre alt, als er im Land Ägypten starb. Und alle seine Brüder und Diener standen auf und balsamierten Josef ein, wie es ihr Brauch war. Und seine Brüder und ganz Ägypten weinten über ihn für 70 Tage.
und sie legten Josef in einen Sarg, gefüllt mit Gewürzen und allen Sorten von Parfüm, und sie beerdigten ihn am Ufer des Flusses Sihor. Und seine Söhne und all seine Brüder und der ganze Haushalt seines Vaters hielten 70 Tage der Trauer um ihn. Und nach dem Tod von Josef geschah es, dass die Ägypter begannen, über die Kinder von Israel zu regieren. Und der Pharao, König von Ägypten, der anstatt seines Vaters regierte, nahm alle Gesetze Ägyptens und führte die ganze Regierung Ägyptens unter seinem Rat aus. Und er regierte sicher über sein Volk. Kapitel 61. Und es geschah zu dieser Zeit, dass Pharao, König von Ägypten, seinem Volk befahl, ihm einen starken Palast in Ägypten zu bauen. Und er befahl auch den Söhnen von Jakob, den Ägyptern beim Bau zu helfen. Und die Ägypter bauten einen schönen und eleganten Palast als königliche Wohnstätte. Und er wohnte darin und erneuerte seine Regierung und herrschte sicher. Und Sebulon, der Sohn von Jakob, starb in diesem Jahr. Das ist das 72. Jahr der Israeliten in Ägypten. Und Sebulon starb im Alter von 114 Jahren. Und er wurde in einen Sarg gelegt und in die Hände seiner Kinder gegeben. Und im 75. Jahr starb sein Bruder Simeon. Er war 120 Jahre alt bei seinem Tod. Und er wurde auch in einen Sarg gelegt und in die Hände seiner Kinder gegeben. Kapitel 62. Und in diesem Jahr, dem 79. Jahr der Israeliten in Ägypten, starb Ruben, der Sohn von Jakob, im Land Ägypten. Ruben war 125 Jahre alt, als er starb, und sie legten ihn in einen Sarg, und er wurde in die Hände seiner Kinder gegeben. Und im 80. Jahr starb sein Bruder Dan. Er war 120 Jahre alt bei seinem Tod, und er wurde auch in einen Sarg gelegt und in die Hände seiner Kinder gegeben. Und in diesem Jahr starb Kuscham, König von Edom, und nach ihm regierte Hadad, der Sohn von Bedad, für 35 Jahre. Und im 81. Jahr der Israeliten in Ägypten starb Issachar, der Sohn von Jakob, in Ägypten. Und Issachar war 122 Jahre alt bei seinem Tod, und er wurde in einen Sarg gelegt und in die Hände seiner Kinder gegeben. Und im 82. Jahr starb Ascher, sein Bruder. Er war 123 Jahre alt bei seinem Tod, und er wurde in einen Sarg gelegt und in die Hände seiner Kinder gegeben. Und im 83. Jahr starb Gad. Er war 125 Jahre alt bei seinem Tod, und er wurde in einen Sarg gelegt und in die Hände seiner Kinder gegeben. Und es geschah zu dieser Zeit, dass Juda, der Sohn von Jakob, in Ägypten starb, im 88. Jahr der Israeliten in Ägypten. Und Juda war 129 Jahre alt bei seinem Tod. Und sie balsamierten ihn ein und legten ihn in einen Sarg und gaben ihn in die Hände seiner Kinder. Und im 89. Jahr starb Naphtali. Er war 132 Jahre alt. Und er wurde in einen Sarg gelegt und in die Hände seiner Kinder gegeben. Kapitel 63. Und im 93. Jahr der Israeliten in Ägypten starb Levi, der Sohn von Jakob, in Ägypten. Und Levi war 137 Jahre alt, als er starb. Und sie legten ihn in einen Sarg, und er wurde in die Hände seiner Kinder gegeben. Und es geschah nach dem Tod von Levi, als alle Ägypter sahen, dass die Söhne von Jakob, die Brüder von Josef, tot waren, dass alle Ägypter anfingen, die Kinder von Jakob zu peinigen und ihre Leben verbitterten von diesem Tag an bis zu ihrem Auszug aus Ägypten. Und sie nahmen ihnen alle Weinberge und Felder weg, welche Josef ihnen gegeben hatte, und alle die eleganten Häuser, in denen das Volk Israel lebte, und alle fetten Weiden Ägyptens. Die Ägypter nahmen den Söhnen von Jakob in diesen Tagen alles weg. Und die Hand Ägyptens wurde immer schmerzlicher gegen die Kinder Israels in diesen Tagen. Und die Ägypter verletzten die Israeliten, bis die Kinder Israels ihrer Leben wegen der Ägypter überdrüssig wurden. Und es geschah in diesen Tagen, im 102. Jahr der Israeliten in Ägypten, dass der Pharao, König von Ägypten, starb. Und Melol, sein Sohn, regierte an seiner Stelle. Und alle mächtigen Männer Ägyptens und die ganze Generation, die Josef und seine Brüder kannten, starben in dieser Generation. Und eine weitere Generation wuchs auf an deren Stelle. Eine, die die Söhne Jakobs nicht kannte und all das Gute, das sie getan hatten, und alle ihre Macht in Ägypten.
Daher begann ganz Ägypten von diesem Tag an, die Leben der Söhne von Jakob zu verbittern und sie zu bedrängen mit aller Art von harter Arbeit, weil sie ihre Vorfahren nicht kannten, die sie aus der Hungersnot befreit hatten. Und das kam auch von Yahweh für die Kinder Israels, um ihnen zu nutzen in den letzten Tagen, damit alle Kinder von Israel Yahweh, ihren Gott, kennen mögen. Viele sind ja der Meinung, wir leben in den letzten Tagen. Also erkennt in diesen alten Geschichten die Weisheit, die ihr bis heute anwenden könnt. Ja, wir leben heutzutage praktisch wieder in Ägypten. Es ist ja nun kein Zufall, dass wir überall irgendwelche Einaugen- und Pyramidensymbole zu Gesicht bekommen. Und damit sie die Zeichen und mächtigen Wunder kennen, die Yahweh in Ägypten für sein Volk Israel tat, damit die Kinder Israel den Gott ihrer Vorfahren fürchten mögen und in allen seinen Wegen gehen würden, sie und ihr Samen nach ihnen alle Tage lang. Meloi war 20 Jahre alt, als er zu regieren begann, und er regierte 94 Jahre lang, und ganz Ägypten nannte seinen Namen Pharao nach dem Namen seines Vaters, so wie es ihr Brauch war für jeden König, der über Ägypten regiert.